Außerordentliche Sitzung der Landesregierung natürlich in Videokonferenz zur Verabschiedung neuer Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen. Die Einschränkungen betreffen die Freizeitaktivitäten und all diejenigen Situationen, die ein großes Risiko für die Bevölkerung darstellen können. Wir haben jetzt in der Landesregierung in einer Sondersitzung getagt. Landesrat Thomas Wiedmann hat uns die Daten vorgelegt. Wir haben leider eine sehr schlechte Entwicklung, auch in der Prognose. Wir müssen eingreifen, wir müssen es jetzt tun, um zu vermeiden, dass wir eine Überlastung des Gesundheitsbetriebes haben. Wir haben eine Situation diffus im ganzen Land, die nicht gut ist, und wir haben in einzelnen Gemeinden dann noch eine schlechtere Situation. Deshalb haben wir entschieden, dass wir mit Wirkung ab Samstag zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Arbeit, Kleinkinderbetreuung, Grundschule, Mittelschule, all diese Dinge, Kindergarten, die werden weiterhin aufrecht bleiben. Wir wollen weitestgehend das Arbeitsleben und die Schule weiterhin aufrecht halten. Wir werden aber in allen anderen Bereichen noch Einschränkungen verfügen. Jetzt werden die Maßnahmen in Einzelnen, die vorgeschlagen sind, ausgearbeitet. Wir werden dann zu Mittag entsprechend eine Presseaussendung auch mit den einzelnen Maßnahmen bekannt geben. Die werden, wie gesagt, am Samstag dann in Kraft treten, bis zum 24. November gelten. Und wir werden in einzelnen Gemeinden, es handelt sich um 4 bzw. 5 Gemeinden, das wird jetzt zur Stunde noch genau analysiert, dann noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die ebenfalls ab Samstag in Kraft treten. Ich kann an dieser Stelle noch sagen, dass ab Samstag in Welsberg und in Sechsten keine Sondermaßnahmen gelten, sondern dort auch diese Maßnahmen gelten werden, die künftig für das ganze Land gelten. Denn dort hat sich die Situation wieder beruhigt. Dort sind wir auf einem Niveau, dass dann der Südtirol-Standard ausreichend sein wird. Denn wir haben ja in den letzten Tagen sehr stark ansteigende positive Tests in Bezug auf die durchgeführten Tests gehabt. Dieser Trend ist leider immer noch vorhanden. Ja, wir sind deutlich über 20%, und das ist eine Situation, die zu den schlechteren gehört. Wir haben auch die Daten der Wasseranalysen dazugezogen, die wir ja auch regelmäßig machen. Auch diese zeigen eben, dass wir derzeit auf einem hohen Niveau sind. Die lassen auch dann noch eine genauere zeitnahe Prognose zu. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt eingreifen, damit wir eben Arbeit und Schule aufrechterhalten können. Ich kann gar nichts ausschließen, denn hier fährt weltweit die Politik auch auf Sicht und ist abhängig natürlich von den Zahlen, und die Zahlen wiederum sind abhängig auch vom verantwortungsbewussten Verhalten der Bevölkerung. Jetzt ist es notwendig einzugreifen, damit wir, wie gesagt, Schlimmeres verhindern können. Es ist notwendig, rasch und effizient zu handeln, um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. In den letzten Tagen ist die Zahl der Neuansteckungen nämlich besorgniserregend angestiegen. Inzwischen werden zwischen 200 und 300 neue Fälle täglich gemeldet.